You are killing it. Wo killing it? Swiss Milk Werbung. Ja. Überall. Ja. Okay, ja, das ist gut. Aber überall. Jetzt hast du Theater gespielt im Casino-Theater. Ja. Mit dem Roboter Nummer 1. Mit dem Pepper heißt er in 8. Pepper, also, yes. Seit ich gewusst habe, dass du das Theaterstück machst, habe ich den Roboter überall gesehen, gell? Überall. Ich check nicht warum. Ich habe den vorher nie wahrgenommen. Und du tust mit dem Programm. Das Helvetia Secret. Ja, killing it. Killing it. Ich weiß, es hat schon ein paar Backlashes gegeben. Was hat Backlashes gegeben? Ja, wie... Eben heikle Diskussion. Das ist eben schön, jetzt kann ich mit dir... Hör mal auf mit deinen Kopfhörern, das macht mich wahnsinnig. Stop. Jetzt kann ich mit dir über das ernsthafte Thema jetzt reden. Super, nach? So. Eineinhalb Stunden. Nach eineinhalb Stunden, so. Ich muss schon das Video zeigen. Auch damit die Leute wissen, um was es geht. Ich zeige jetzt schon... So, jetzt haben wir das Video gesehen. Bevor ich weitermache, übrigens, danke vielmals für das Kompliment von vorher. Gerne. Wow, ich liebe deine Haare. Ich liebe. Also jetzt zu dem Video. Ich habe es jetzt auch extra nochmal geschaut. Ja. Und eben, sieht es so. Eben, hast du gesehen, es geht darum, dass wir haben, Leute die Schwingen wollen näher bringen auf eine humorvolle Art und Weise. Mhm. So. Und dann gewisse Leute dann, haben das dann falsch aufgenommen und dann haben sie eine Diskussion angefangen. Weißt du, wenn 90% der Leute das gut finden und 10% schlecht, dann 10% gehört dann immer. Und sie haben dann argumentiert und haben gemeint, wenn man den kurz aufhängt, wir nehmen Präferenz, oder, also Swiss Milk hat das extra gemacht, wie sie wenden, so wie einen schwachen, dunkelhäutigen Darsteller und das Aufhängen ist so wie bei der KKK. So. Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Yes. So. Ich verstehe, dass gewisse Leute, ich bin auch so, dass sie stolz sind und sie sehen kein, wie viel Dunkelhäutige, wie man schwach gezeigt werden und so weiter. Verstehe ich, dass man das dort kann, ich ein bisschen fast verstehen. Aber eine Woche später oder zwei, drei Wochen später nach der Werbung haben wir doch einen Schwingwettbewerb gehabt mit SRF 3 und dort habe ich alle Wettkämpfe gewonnen. Mhm. Es ist nicht darum gegangen, mich dort schwach darzustellen. Mhm. Und eine Referenz auf der KKK ist einfach... die lüteste Tür, die ich jemals gehört habe. Nochmal. Jesus. Es kommt dann noch ein Orgelgespiel dazu. Und Polizei. Und Polizei. Nein. Auf jeden Fall, dass sie den Referenz nehmen. Also, sagen, ich mache das wegen der Kuckucksklein, dass Leute wirklich das Gefühl haben, wir haben uns mit Swiss Milk getroffen. Und haben nachher das Gefühl, ah, wir machen das extra wie mit Leuten. Nein, also los jetzt. Wenn da, ich weiß schon, dass ich so das Blick habe. Nur schnell, zwei Sachen. Darf ich kurz? Ja. Erstens, wie viele Leute haben das effektiv gesagt? Mit dem Ku Klux Klan? Ein paar nicht direkt, aber durch dem, dass ein paar Leute das gesagt haben, ist es halt eskaliert in gewisse Richtungen, die es gar nicht hätte sollen. Genau, also, aber es sind nicht viele Menschen gesehen, die es gesagt haben. Ja. Was aber... unabhängig vom Ku Klux Klan ein bisschen so aufgenommen worden ist, dass es könnte rassistisch sein, weil halt der Schwarze eigentlich nur vermöbelt wird und dann wird er noch aufgehängt. So. Und ich glaube, was die Leute eher gestört hat, ist, dass man sicher nicht, ich glaube, niemand hat gefunden, man hat jetzt bewusst die Entscheidung getroffen, das so zu machen. Mhm. Sondern, dass man sich nicht mehr überlegt hat. Also weißt, ich weiß noch, in Basel hat es mal ein riesen Theater gegeben, ja, wo der riesen Tsunami war. In Thailand. Thailand, ja. Riesen Tsunami. Ja. Das sind die News gesehen. Erster Song nach den News, beim einen Radio. Erster Song nach den News, die perfekte Welle. Weißt du, einfach... Nein, es ist kein Witz, das ist wirklich passiert. Und es hat einen Shitstorm gegeben.
Es hat niemand dort gefunden, bewusst, wir nicht, planen jetzt den Song nach der News also, aber es hat auch niemand geschaut. Ja. Vielleicht war der Song jetzt nicht so gut dort. Weißt du, wie ich meine? Nein, sag mal, ich lache nicht wegen... Oh mein Gott, ey. Ich lache nicht wegen dem Song. Ich lache einfach wegen der Ironie. Ja, eben. Das wäre einfach die perfekte Welt. So, wegen der Dummheit von... Ah, ja, das ist ein bisschen eben, dass dort niemand geschaut gefunden hat. Weißt du, spätestens der Moderator. Weil es gibt ja ein paar Sachen, die können passieren bis dahin. Genau. Und dass sich niemand das überlegt hat. So, und... und was ich, meine persönliche Meinung zu dem ganzen Ding, wir haben mal telefoniert wegen dem und es ist immer die Frage, wie macht man das grösser als es ist, wenn man dann noch darüber schwätzt Jetzt ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ich kann eigentlich nur zwei Sachen dazu sagen. Nämlich das Erste ist, dass das Problem ist, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, das ist nicht das lustigste Video, das ich jemals gesehen habe von dir. Und dann ist es halt umso wichtiger, dass der Inhalt verhebt. Weißt du, wie ich meine? Weil, wie du ja auch weißt, gerade in der Comedy, je mehr man sich auf die Äste rauslässt, desto lustiger muss es sein, dann stört es auch niemand. Weil dann achtet man sich gar nicht auf so etwas. Oder? Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir recht viel improvisiert beim 3. Oder? Ja. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem gewesen. Ja. Weil, was jemand anders gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich die Person darf namentlich nennen, ich zitiere sie jetzt einfach, weil ich bin absolut dieser Meinung. Was ein bisschen gefehlt hat bei diesem Clip an sich, ist, dass irgendjemand noch du mal schnell oben raus das bist. Das habe ich sogar während dem Dreh. Weißt du, wie ich meine? Ja, während dem Dreh kann ich jetzt ehrlich sagen, während dem Dreh, schon vor dem Dreh habe ich das erwähnt. Mhm. Während dem Dreh habe ich das erwähnt. Danach, wenn ich das Video gesehen habe, habe ich es erwähnt. Mhm. Und ich glaube, bei mir ganz ehrlich, klar nicht, ist es nicht ein lustiges Video gewesen, aber also das lustigste gewesen. Nein, aber es hat lustige Szenen drin, muss ich auch ehrlich sagen. Aber es ist schon so, dass das, was die Leute danach gesagt haben, ist nur, sagen wir, wenn 1% so etwas sagt und jemand sucht so etwas, dann ist es gefunden zu fressen. Ja, ja, ja. Weil die Sachen, die sie zum Teil gesagt haben, ist weit von der logisch, von der logisch wird es dann aufgebauscht. Ja, und dazu, ja, weißt, ich verstehe, dass wir nicht die gleichen Meinungen haben und so, aber zum Teil eben wie halt Social Media ist, es ist nicht konstruktiv gewesen. Die Leute haben mir nachher Sachen vorgeworfen und beleidigt. Ja. Persönlich, also, wo ich das, dann finde, weißt du, was ich geil finde? Der eine Vorwurf ist gesehen, dass du ein Rassist bist. Ja. Weil du quasi schwarze schlecht ausstellst. Also weißt du, so Zeugs muss man oft aufhören. Nein, eben ja. Nein, aber, so Zeugs muss man aber aufhören, ja. Was wirklich halt ein bisschen fehlt, ist, dass am Schluss machst du etwas und dann gewinnst du das habe ich mit einem kleinen Ding. Oder das so, habe ich denen gesagt. Hätten wir sollen machen, das gebe ich ja ehrlich zu. Nicht nur das, auch ein ganz schlimmer, dummer Fehler ist einfach sie. Das ist nicht in unserer Macht sein. Wenn sie das Newsletter rausgegeben haben, in anderer Abteilung, sie haben das Newsletter, sie haben das Bild gesehen, wie er mir aufhängt, haben sie wahrscheinlich das lustig gefunden, ohne mit mir Rücksprache zu nehmen. Ich hätte gerade gesagt, das Bild will ich nicht aufladen, als Thumbnail. Mhm. Und dann, wenn du als Thumbnail siehst, einen weißen und einen schwarzen im Hintergrund, der aufgehängt ist, dann ist logisch, wenn du dann so Sachen suchst, gefundenes Fressen. Ja, ja. Das hat mich richtig aufgeregt. Dort habe ich mir gesagt, das ist wirklich unser Fehler. Also, das heisst, wir alle im gleichen Boot sind, ich will nicht jetzt den Finger zeigen, ich kann erwähnen, welchen Abteil, aber schlussendlich sage ich, wir. Yeah. Wir sind alle beteiligt. Das ist ja der Punkt. Das ist ja sehr oft so, dass wenn du nicht mehr allein etwas kontrollierst, dass mega viel Schissel drumherum passiert. Oder? Ja, genau. Also, und, ich erwähne jetzt nicht, dass beim Sieben sicher der Deutsche die rechte Arme oben hat. Wenn man es sucht, findet man es. Ja. Und das hat auch einen Shitstorm können geben. Ja. Und auch dort ist es nicht bewusst. Ja, genau. Sondern es machen alle irgendetwas komisch. Genau, ja. Und dann hat halt der Frank, ja, ist dumm gelaufen. Auf jeden Fall, ja. Ich bin nur schockiert gewesen. Aber schockiert gewesen und gleichzeitig mega glücklich gewesen. Weil schockiert gewesen, dass gewisse Leute mir Rassismus vorwerfen. Mhm. Enttäuscht gewesen, weil wäre ich nicht schwarz gewesen, wäre das logisch gewesen. Ein normales Video, wo einer gegen einen wo schwingt, wo einfach 100 Kilo mehr ist, den bringst du nicht einfach so runter. Also auch wenn du Kampfsport machst, wo ich auch mache,
Unter anderen Umständen, wenn es Krav Maga, Taekwondo, etwas anderes, ja, dann hat er vielleicht weniger Chancen. Aber bei Schwingen kannst du vergessen, der ist 30 Kilo mehr als ich. Und er kennt den Sportart. Also in Taekwondo machst du einen Spinning Heel Kick in meinen Bauch und dann ist vorbei. Eben, weißt du, ich meine? Das tut weh. Und es gibt Punkte, wo du hast, kannst schlagen. Okay, ja. Jo, das hat mich auch enttäuscht, aber was mich sehr glücklich gemacht hat, ist eben, weil ich in Südafrika gross geworden bin, auch in der Schweiz. Zum Teil habe ich Sachen gesehen, wo mir angetan worden ist oder wo Leute etwas gesagt haben und die Leute rundherum haben nichts gemacht, haben nur zugeschaut. Auch wenn ich der bin, wo sie das beschuldigt haben, Rassismus, ist es trotzdem für mich mega schön, sie zu sehen. Dass das hingewiesen wird? Nein, dass Leute etwas gesehen haben, wo sie das Gefühl haben, sie sind rassistisch und sie haben es erwähnt. Das finde ich schön, das darf nicht aufhören, aber wir dürfen nicht, wie ich bin, sage ich denen einfach, wir dürfen es nicht übertreiben, weil ich weiss, wir haben niemanden auf Füße stehen. Ich will meine eigene Rasse nicht so fertig machen, weil ich kenne Apartheid. Ich will sicher nicht so etwas machen. Und man muss dann trotzdem gut und konstruktiv argumentieren. Aber der Tat an sich, dass sie sich eingesetzt haben, da bin ich wirklich, Gesellschaft hat mich sowieso wie auf eine schräge Art und Weise ein bisschen Hoffnung gegeben. Weißt du, oh wow, weißt, jetzt setzen sich Leute für mich ein, die mich nicht kennen. Früher hätte ich davon gar nicht träumen, dass sich weisse Leute für mich einsetzen, wenn sie das Gefühl haben, etwas stimmt nicht. Aber wiederum ist es auch schade, wenn ich denke, Swissmeg hat etwas mega Schönes gesagt. Sie haben mich auch ausgewählt, weil sie haben gesagt, die Darsteller, die sie auf SRF sehen, im Fernsehen, allgemein in den Werbungen, in der Schweiz über 90% sind weiss und sind Schweizer. Es sind keine Dunkelhäutigen. Und in der Schweiz haben wir über 20% Ausländeranteil. Also die Werbung und das Fernsehen repräsentiert nicht das Volk, wenn man so frech darf sagen. Und dann nimmt man zum ersten Mal etwas anderes und dann passiert so Zeug. Wiederum schade, aber ich sehe das Positive dahinter. Das finde ich wenigstens schön. Ja, ich glaube, was ansatzweise ein Problem gesehen ist, wie du sagst, wenn jetzt ein Wissen geschwungen hat, dann hat man einfach gesagt, ja, der Schwächer verliert gegen den Stärker. Ja, hat man nicht gesagt. Auch dann ist es lustig, wenn halt irgendwie noch der Schwächer das habe ich gesagt am Dreh. Ja. Das Problem ist halt einfach, und das ist eben wieder das Positive daran, dass wenn die Leute dort etwas sehen und darauf hinweisen, wie du sagst, ist eigentlich nicht schlecht. Es ist ein bisschen aus den Proportionen gemacht worden, weil ich finde immer, man soll Rassismus definitiv beim Namen nennen, wenn man sieht. Ja, aber und das auch ist Sexismus. Nicht. Aber eben, man sollte nicht vergebens suchen. Ja. Also weißt, es ist dann irgendwie zum Teil ist völlig absurd worden. Wenn du Kurt Aschbacher irgendein Flüchtlingskind fragt, woher es denn kommt, dass dann Leute sich darüber aufgeregt haben, warum fragt er das und so, weißt du? Das ist ja rassistisch. Und ich muss sagen, schnell bremsen. Also, weißt du, ist fast logisch, dass ein Mensch fragt, woher kommst. Und du nennst mich Nazi, weißt du, was ich meine? Eben. Eben. Ich finde es ein bisschen zu viel und die Leute dürfen nicht vergessen, weißt du, auch die Leute, die Frauen irgendwelche kommen. Kommentare schreiben, auch bei dir zum Teil habe ich auch schon ein, zwei Mal Kommentare gesehen, wo Leute einfach das Gefühl haben, sie müssen einfach herschreiben, oh, das ist nicht lustig. So, Alter, ich lese das. Gut, sie haben ja recht. Ist gut. Ich finde immer, man darf nicht vergessen, auch wenn es den Leuten scheißegal ist, ich finde es immer noch wichtig, dass man sagt, es sind immer noch Menschen dahinter. Was ich gemerkt habe, wenn Leute irgendwie mir schreiben, du bist nicht lustig oder was weiß ich, ich tue sie einfach mit Liebe zuschütten. Das ist aber schön. Ja, aber sie tun ja wirklich die Meinung an. Ich finde es mega lustig, weil es ist ja oft so, das ist überhaupt nicht lustig gewesen. Und dann schreibe ich irgendwie, ich wünsche dir ein großartiges Wochenende. Weißt du, also, das ist herzig. Humor ist Geschmackssache. Ich wünsche dir ein großartiges Wochenende. Ja. Und danach sind sie, ja, ich habe es gar nicht so gemeint. Ja. Ich muss sagen, was ich so ein bisschen merke, ist, wenn man, Comedy ist eigentlich noch ein guter Job für das. Ja. Also, zumindest in dem Level, wo wir es machen. Wenn du mega bekannt bist, ist es wieder etwas anderes. Aber wir erreichen hauptsächlich Menschen, die das sehen wollen. Ja. Und die auch verstehen, dass das etwas Subjektives ist. Ja. Du kannst einen Mixed-Show schauen, es treten vier auf. Ja. Vier verschiedene Typen. Genau. Natürlich gefällt dir einem besser als der andere. Ja, klar. Aber der dir nicht so gefallen hat, dem kannst du nicht sagen, ey, du bist hat dich nicht lustig gefunden. Bevor.
Gibt es nicht. Ja. Sobald du aber in einen Beruf gehst, in einen öffentlichen, wo du Menschen erreichst, die nichts mit dem zu tun haben. Ja, sie, gehen bewusst, sie gehen nicht bewusst an eine Comedy-Show, sondern ja. sie schauen auf den Fernseher und auf einmal poppt auf. Ja. Sie hören Radio und auf einmal hören sie den. So, auf Schauspieler, Moderatoren, all das Zeugs. Dann nervst du auf einmal Menschen. Dann, ja. bist du auf einmal in einem Bereich, wo Menschen sich ab dir aufregen, obwohl du gar nichts gemacht hast. Ja, genau. Oder? Ja. Weil du tust in ihre Welt eindringen. Genau, ja. Und was mich das Einzige, was mich, darum habe ich das auch nicht mehr so oft, aber was mich früher noch mehr gestört hat, ist, wenn ich zum Beispiel mal so eine Webshow gemacht habe für einen grossen Medienverlag. Die Koffer. Ist das dann, du bist dann auf einmal auf der Startseite von diesem Newsportal. Ja, genau, mit einem ja. lustigen Video. Ja. Und das finde ich halt von 100%. Ja, 20 Minuten. Ja, genau, 20% ja. toll. Ja. Und die anderen schreiben dann aber trotzdem, wie scheiße sie es finden. Nein, es ist immer umgekehrt. 80 finden es zum Beispiel gut. Jo, und nein, von diesen 20% hörst du immer. Auf deinem Profil vielleicht ja. so. Aber ja. auf dem anderen, okay, ja genau. Ja. Und was mich dort genervt hat, ist dann, wenn so ein Zeugs gekommen ist, weißt du, das einfach nicht gestumme hat. Ja, eben. Wenn eben. Sie sagen, du ja. bist nicht lustig. Okay, ich bin meine. Nicht lustig. Ja, genau. Ja. So, aber ich weiss noch einen, ja, wenn der das jemals gesehen hat, hat er wahrscheinlich so eine Befriedigung, dass ich das jetzt erwähne. Aber der hat irgendwie geschrieben, ja, yeah, der ist jetzt Basel noch nie lustig gesehen, kann nur auf Bühnen auftreten, wegen Connections von seinem Vater. Oh. Und bla 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 oh. und so. Und dort habe ich mich, ohne Scheiß, habe ich mich so genervt, weil ja. von, dude, selbst wenn du, wir kennen mittlerweile einen Marco Rima und einen Victor Giacobbo und was weiß ich, gell? Und die können uns helfen, indem sie uns vielleicht einen Auftritt organisieren. Ja. Und wenn du in dem Scheiße gesehen bist, trittst du nie mehr auf. Ja. So einfach. Ja. Der Marco Rima kann mich als Support nehmen im Volkshaus Zürich. Und ich tritt dort auf, wenn ich 10 Minuten bombe. Danach haben das 1000 Leute gesehen und ich kann sicher nicht mehr bei Marco Rima Support machen. Weißt du, wie ja. ich meine? Ja. Und das ist das, wo mich dann nervt. Und dort habe ich schon wieder zurückgeschrieben. So, hey, im Fall nein. Ja. Und dann bist du so, komm, egal. Die Person kennt mich nicht persönlich. Ja, also ich hoffe es. Ja. Er hat so Insider-mäßig geschrieben. Okay. Hast du das gesehen? Ja, genau. Ich bin gegangen. Ja, der Chef von Mutzenberg, der kann auf den Not treten wegen seinem Vater. Er hat seinen Namen. Ach nein. Aber es ist, wie es ist. Ich finde eben, als Mann darf ich mich weniger beklagen als Frauen. Also Social Media, was das mit Frauen macht. Ich kann sagen, das ist extrem wahr, was du gerade sagst. Ja. Dass wir haben eben so, du bist nicht lustig und was weiß ja, ich. Ja, Frauen. Und Frauen kriegen du einfach konstant so. Hey, lüg doch! Dickpics! Ja, deswegen ja. Gutes Schlusswort. Ja, gutes Schlusswort, finde ich. Dickpics! Ja, so kann man aufhören. Aber es ist wirklich so. Ja. Hast du das gesehen von Joko und Klaas, wo die Paulina quasi all ihren geilen Siechen zurück schreibt? Ja, nein, sie schreibt nicht zurück, sondern sie macht ein Foto von ihrem Ausschnitt und alle gehen wieder so voll drauf ab und was weiß ich. Ja. Aber es ist gar nicht ihr Ausschnitt, sondern es ist ein Männerarsch. Das ist geil. Der Gedanke, das weiß ich nicht, wie viele Typen. Ja. Sich jetzt ab mit Männerarsch. Das habe ich recht gut gefunden. Ich bin einfach genius. Aber von dem her, was ich mit dieser Geschichte wollte sagen, einfach also aus negativen Sachen kann man aus positiven daraus rausziehen. Immer. Und man fühlt sich auch gut danach. Weißt du, auch in negative Sachen. Ich muss auch ehrlich sagen, habe ich nachher durchaus positives Gefühl zu wissen, hey, Leute sind wacher als früher. Definitiv. Das ist mir wirklich aufgefallen, dass Leute wirklich etwas sagen. Ich wünsche mir, es wäre einfach in anderen Bereichen ein bisschen besser. Es muss sich immer ein bisschen einpegeln. Ja. Es schwingt halt auf alle Richtungen. Ja. Und immer wenn es eine Bewegung gibt, ja. eine Gegenbewegung, dann muss sich das zuerst wieder einpendeln. Genau. Aber wir sind auf gutem Weg. Ja, so wie mein Dad gesagt, kein Dad, man gesagt, es wird immer Böses geben, es gibt immer Gut und Böse, aber es gibt eine Balance dazwischen. Yin und Yang. Aber wir können wählen, wo die Messlatte dann ist. Genau. Und deswegen, umso mehr sich Leute darüber hinweg bewusst sind, umso mehr we feel good. Oh, ich weiß, was du gemacht hast. Du hast den ganzen Bogen zurückgenommen auf das ganze Ding.